Ja, Politik hat mich schon von jungen Jahren an interessiert und ich habe immer soziales Engagement gezeigt. Und so war es naheliegend, dass mich die Politik auch weiter durchs Leben begleitet hat. Aber wie das so ist, Familie, Beruf, das hat dann die ersten Lebensjahrzehnte im Vordergrund gestanden. Und als dann die Kinder groß waren, begann ich mich wieder mehr für das zu interessieren, was um mich herum war, nämlich die Stadt. Und habe dann mich entschieden, politisch ehrenamtlich wieder tätig zu werden. Und aus diesem ehrenamtlichen Engagement ist dann die Idee entstanden, sich doch hauptamtlich für ein Amt zu bewerben. Und das war nun mal das Amt des Bürgermeisters. Und da hat es das Glück gefügt, dass ich mich in Flörsheim bewerben konnte. Und hier in Flörsheim am Main haben die Bürgerinnen und Bürger sich dann entschieden, mich zum Bürgermeister zu wählen.